Ja, hallo, heute beim zweiten Teil. Hier habe ich die fertige Gitarre, die werdet ihr später ganz sehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß im zweiten Teil und dann geht's los. So, ja, als Stromaufnahme dachten wir, sieht es ganz cool aus, wenn wir hier diese originale Klinkensteckdose nehmen. Und zwar schrauben wir diese einfach hier wieder rein. Und dann wird hier dieser Klinkenstecker ans Netzgerät angeschlossen, damit hier über diese Buchse dann die Stromversorgung läuft. Ja, und wie wir das jetzt machen, das zeigen wir euch jetzt. Ja, hier, das ist die Abdeckung, die dann später auf die Technik kommt. Und wir haben die Tonabnehmer rausgemacht, weil die funktionieren noch. Und dann setzen wir hier diese Plättchen rein. Und in diese Plättchen kommt jeweils noch eine so eine dicke 10 mm Glühbirne. Die, wo wir hier haben. Jetzt wird das Licht gerade ein bisschen kälter. Und da kommt dann mit der 10er Bohr die kleinen Lämpchen hin. Die hier. Oh, die 10 mm und die kommen dann noch in diese Plättchen rein. Ja, unsere Gitarrenwandlampe ist jetzt fertig. Ich finde, es ist richtig gut geworden hier mit den seitlichen LEDs und hier jetzt noch vorne. Am Schluss werdet ihr noch ein paar Close-ups sehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.